Man bekommt natürlich das Gefühl irgendwie vermittelt, dass man das Küken ist, aber ich denke, in jedem Einsatz, wo man dann vielleicht was gut gemacht hat, ein bisschen leistungsfähiger war und einfach es gut geklappt hat und die eigene Motivation gezeigt wurde, dass man dort einen recht hohen Stellenwert erreichen kann in der Gruppe, weil man sieht, ah, er kann's oder er kann's nicht und dann wird man halt auch anders eingetaktet und kriegt auch viele Aufgaben. Und man wird eher für voll genommen als junger Kollege. Ein Einsatz für das Löschfahrzeug. Es gab einen Autounfall am Lützowplatz. Zum Glück ohne Personenschaden. Gehen wir mit den Rollgleitern hoch und schieben da rein. Auch diese technischen Dienstleistungen sind Teil des Alltags. Dann alle draußen gefahren, reichbar. Genau so ist es. Klar sagt man sich persönlich manchmal, Mann, wegen so einer Bagatelle haben die uns geholt. Aber jeder hat ein anderes Bewusstsein, ne? Und von daher muss man das einfach akzeptieren. Und jetzt zurück. Und los! So, bis Bürgersteig und dann schieben wir ihn rein. Genau. So, das war die. Für heute ist es der letzte Einsatz des Löschfahrzeugs. Ein etwas anderer Start in die nächste Schicht. Björn ist zurück an der Feuerwehrschule, diesmal allerdings nicht als Schüler. Seine Atemschutztauglichkeit wird überprüft. Einmal pro Jahr müssen alle Feuerwehrleute diesen Test durchlaufen. Wer ihn nicht besteht, ist nur noch sehr eingeschränkt für den Feuerwehrdienst geeignet. Überprüft werden Kraft und Ausdauer. Der erste Teil. Die Feuerwehrleute müssen mit ihrer Ausrüstung gut durch den intern als Hamsterkäfig bezeichneten Gang durchpassen. Für den sportlichen Björn ist das keine Hürde. Während der gesamten Zeit sind die Kollegen an ein Gerät zur Pulsüberwachung angeschlossen. Weil zu viele Kollegen mit zunehmendem Alter schlicht und ergreifend dick und unsportlich wurden, schuf die Berliner Feuerwehr für ihre Mitarbeiter Möglichkeiten, sich fit zu halten. Auch auf der Rankewache gibt es regelmäßige Sportangebote, die Björn gern nutzt. In seiner Freizeit ist er auch noch Rettungsschwimmer. Man trifft zwar ab und zu immer seine Grenzen so ein bisschen und macht sich natürlich Gedanken drüber, aber ich bin da schon sehr motiviert und sehr ehrgeizig, immer weit vorne irgendwie zu sein, auch wenn es schwerfällt. Björn muss zurück auf die Wache. Hier wartet schon sein Kollege. Nini schätzt ihn sehr. Und er ist natürlich auch stark motiviert, ne, und bringt natürlich auch Neuigkeiten, die er in der Schule gelernt hat, mit auf der Wache rein. Und man sollte als älterer Kollege nicht so arrogant sein und sagen, ich habe schon mehrere Jahre auf dem Buckel und du machst das, was ich mache. Ich denke mal, viele junge Kollegen, die das auch ernst meinen, die bringen schon gute Ideen mit rein. Auf der Rankewache gibt es noch eine Drehleiter. Auf einigen anderen Berliner Feuerwachen hat man dieses Fahrzeug bereits aus Kostengründen eingespart. Regelmäßig wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist.
Wenn der Zugang in ein brennendes Haus durch die Eingangstür zu gefährlich oder sogar unmöglich ist, dann kommt die Drehleiter zum Einsatz. Sie kann auf eine Höhe von 32 Metern ausgefahren werden. Es ist Mittagszeit auf Ranke. Wer gerade da ist, kann sich über kalorienreiche Hamburger freuen. Das Essen ist heute nicht ganz nach dem Geschmack von Mini und Björn. Bevor sie in Erklärungsnot geraten, rettet sie ein Alarm. Ja. Nun, 7B, 7C. 7B, 7C. Einfach Nürnberg. Ja. Hm. In einem großen Einkaufszentrum ist ein Brandmelder losgegangen. Die Aufgaben im Team sind klar verteilt. Hauptbrandmeister Michael Hese ist als Fahrzeugführer direkt vor Ort. Brandmeister Björn Heise ist der Maschinist und muss am Fahrzeug bleiben. Natürlich ist es interessanter, erstmal drin zu gucken, was wirklich passiert ist und einfach direkt vor Ort oder so. Aber das lernt man über die Jahre dann kennen und dann wird man vielleicht auch die Position auch vom Fahrzeugführer irgendwann übernehmen. Zusammen mit den Kollegen einer zweiten Feuerwache versucht Mini herauszufinden, warum der Melder ausgelöst hat. Genau. Du hast jetzt hier um die Ecke den Nike Tower? Ja. Im Keller gibt es weder Rauchentwicklung noch Flammen. Alles deutet auf einen Fehlalarm hin. Also gerade so ein Brandmeldeanlagen hast du natürlich häufig einen Fehlalarm, ne? Oder einen technischen Defekt. Das Problem ist natürlich, bei so einem riesen Gebäude den Sprinkler oder den Melder zu finden. Ne? Und so eine Haustechniker haben natürlich die Erfahrung, weil sie sich hier auskennen, weil sie die Anlage wirklich auch zum Teil gebaut haben. Und ich denke mir, da ist Fachpersonal und die können uns weiterhelfen. Der Haustechniker ist schnell zur Stelle. Er kann das Problem im Handumdrehen lösen. Für Mini und Björn gibt es nichts mehr zu tun. Sie können ihren Einsatz jetzt beenden. Beide machen sich auf den Weg zurück in die Rankewache. Dort wartet der Küchendienst.